Hier ist wieder Plainbrawn, heute mit einer neuen Let's Play-Folge. Heute mit dem VW ID.4 aus 2021. Ja, wir gehen heute auf die technischen Daten ein. Und ja, es wird heute ein bisschen lustig. Das wird jetzt interessant. Ich habe mich noch nicht ganz informiert, was wir hier für Modelle reinbekommen haben. Aber es hat zumindest Infos von Wikipedia, was für Modelle es gibt. Und wir gehen jetzt erstmal. Zumindest kann ich schon mal grob sagen, was wir für ein Modell haben. Wir haben hier den ID.4, den VW ID.4, einer der Elektrofahrzeuge von VW. Es gibt den ID.3, der kleinere. Wir haben hier den ID.4. Er kam quasi ab Januar 2021, glaube ich. Warte, bereits im Dezember gibt es den schon 2020. Gibt es schon Kundenfahrzeuge in den Niederlanden. Also in den Niederlanden gab es den halt zuerst und dann 2021 ist er auch in Europa abbestellt werden. Also im Januar 2021 konnte man den bestellen. So, wir haben verschiedene Antriebe, aber wir gehen mal so ein bisschen so auf den E-Motor an. Wir haben hier beim ID.3 an der Hinterachse den permanent erregten die Synchronmaschine. Ja, und wir müssen jetzt wissen wir, was mit meinem Elektromotor haben, wo er sitzt. Ja, aber jetzt wird's interessant. Es gibt verschiedene Varianten vom ID.4. Es gibt den Pure Performance, Pro Promotion, GTX. Jo. Ich würde jetzt vorsichtig ausgehen, dass wir hier, wenn wir jetzt mal, ich guck mal von außen, ob wir irgendwelche Anzeichen haben. First. Okay. Nein, ich will noch nach oben. Nee. Nein. Bin ich selber ein bisschen blöd. Rein. So. Wir haben hier erste Edition, okay. Dann gucke ich mir jetzt mal, Sondermodelle haben wir hier. So. 1000, ausgelieferte Topmodell, wieder März, okay. Und ja. Aber als Antrieb konnten wir ja hier sagen, haben wir eine Synchronmaschine mit einer Leistung von 109 kW und 148 PS. Das Modell Pure haben wir hier anscheinend. Und 150 PS, also nicht PS, 150 kW und 204 PS sind es umgerechnet. Und ein Drehmoment von 300 Newtonmeter. Höchstgeschwindigkeit, das Fahrzeug ist auf 160 km abgeregelt. Also schneller kann der ID.4 nicht. Und es ist ein SUV. Also ja, in heute so ein SUV. Aber ja, wir müssen aber gucken gleich, was wir wirklich für ein Modell hier haben, weil ich habe selbst zum Stocken kommen. Aber wir haben hier die First, also gehe ich mal hier von der kleinsten Motorisierung aus. Und wir haben ja schon, ich habe ja schon gesagt, 109 kW, nee, 150 kW und 204 PS hat die Pro-Variante. Die Pure Performance hat 125 kW und umgerechnet 170 PS. Die Pure-Variante, was ich am... Er vermute, hat 109 kW, also umgerechnet 148 PS. Jetzt gehen wir mal bei Pro, 545 Newtonmeter. Pro Performance und Pure Performance haben 310 Newtonmeter und die Pure Variante hat nur 220 Newtonmeter an Drehmoment. So, ein bisschen heute durcheinander mit der Leistungseckdaten, wie wir sehen. Ja, so besonders kann man da hier nichts feststellen an dem Wagen. Also kann man hier wieder raus, aber wir können den... Aber wir haben keinen sogenannten Trunk. Also kein Frontkofferraum, wo wir die Ladekammer... Aber wir gehen in den Innenraum. Und da kennt man, ja, natürlich der VW ID.3. Weil beim ID.3 sieht es nicht so viel anders aus. Wir haben hier wieder First. Also wir haben hier die First Edition. Und die First Edition, ja, haben wir hier auch... Warte mal. Da haben wir also an der Fußmatte was stehen. Hey.
Da haben wir was stehen, aber was willst du lesen? Das kannst du nicht lesen. Schade. So, aber wir haben vier Türen. Vier Türen, wir haben auch einen Kofferraum. Jo, so brauchen wir aber im Vorderhaus nicht. Und ja, wir haben hier eine Tür, da eine Tür und wir haben die First Edition. Und das US-Modell, ja. Wir gehen jetzt mal kurz ins Spiel hinein. Erstmal die Leistungseckdaten so ein bisschen abzuchecken bei dem. Weil sogar ich weiß nicht. Wir haben 204 PS, 310 kW und der Wagen wiegt 2116 Kilogramm. Und das merkt man dann auch, weil wir haben hier die First Edition und die First Edition, das ist dann die Pro Performance Variante und die gibt es seit 2020 schon. Weil, ja, wieso war es jetzt untersehbar? Weil mehrere Modelle schon am Anfang gab, 2021, aber welchen wir haben, keine Ahnung. Also wir haben hier die First Edition, die quasi als erstes rausgekommen ist, was heute jetzt sondern Pro Performance sich nennt. Und ja, Pro Performance ist ja auch gutes Stichwort, weil wir brauchen jetzt Performance. Weil wir fahren damit jetzt auf unsere Teststrecke und schauen mal, wie viel Performance so ein ID4 bringt. Wir wissen, das Ding ist ja kein Hexenwunder. Und wir werden das Ding tunen. Also, wir werden den tunen können und wir werden ein bisschen was machen können. Aber wir gehen jetzt erstmal auf die Teststrecke. Und hier. Also, wir haben hier die First Edition hier anscheinend. Hier drin, weil First ST1 steht da und ST First Edition. Also, die ersten ausgelieferten davon. Ziemlich cool, aber als US-Fahrzeug, okay. Da sind die Dinger auch besonders selten, auch mit besonderen Ausstattungsmerkmalen, aber die will ich jetzt nicht alle aufziehen. So, jetzt geht's zur schnellen Runde. Wir haben Hinterradantrieb, also wir haben die ganze Kraft nur auf der Hinterachse. Und ja. Wir wissen hier, wenn was mit Hinterachsantrieb ist, hasse ich es eigentlich, aber das war früher bei VW. Die ersten VWs hatten ja nur Hinterradantrieb und ich denke so, back to the roots. Wie beim Käfer. Und ja, wir werden mal schauen, wie schnell er hier auf die Straße fährt und wie er sich fährt. Weil es ist halt bei VW so ein, ja, hätten wir das Auto gebraucht? Ja, wir hätten ihn gebraucht, aber wir hätten auch den ID3 auch nehmen können hier im Spiel. Weil, ja. Aber ein SUV? Aber ich bin mal gespannt, was er kann. Also viele sind nicht von dem Wagen nicht so ganz begeistert. Aus dem Hause VW, also hier im Spiel, zu dem Wagen. Kann man den brauchen? Ja, gut, kann man. Aber ja. Dann gehe ich mal so ein bisschen an die Story an. Als das Fahrzeug, also eher der ID3, also der VW ID3, rauskam, gab es sehr viel Kritik und dann gab es halt bei den späteren Modellen und anderen, auch bei den Verbrennern, immer mehr Kritik, dass man sehr, sehr stark auf Touchscreen gegangen ist, weil der ehemalige VW-Chef oder Vorstand, der wollte den Tesla-Weg gehen und der ist grandios fast gegen die Wand gefahren, weil VW hat heute noch sehr harte Probleme mit der Software und wir sagen mal so, wenn eine Firma extrem viel Probleme hat in einem Bereich, dann passiert es am Ende, dass diese Firma am Ende die irgendwie hinkriegt das Problem und plötzlich Profis darin sind. Also die müssen halt Erfahrung sammeln bei VW mit der Software und VW entwickelt die Software selber. Das muss man auch mal sagen, weil die haben mit Software und so gar nichts zu tun. Die brauchen zum ersten Mal auch mal Programmierer. Ich glaube nicht. Gut, ich glaube, die hatten schon länger Programmierer in ihrem Bereich, aber dass er jetzt eine komplette Software für ein E-Auto machen muss, fürs Multimedia-System, Infotainment-System und alles für das E-Fahrzeug hier abgestimmt, das ist schon, ja, harte Arbeit. Die Fahrzeuge haben immer noch mit dem mit Softwareproblemen immer noch am Kämpfen hart am Kämpfen, aber ja. Aber die Kritik hier an diesen Fahrzeugen ist eher alles Touchfläche, keine Knöpfe so richtig und ein VW-Chef, der eigentlich das wollte VW in die Richtung Tesla bringen. Ja. Endergebnis, nicht alle
Hersteller im VAG-Konzern sind den Weg mitgegangen. Bestes Beispiel Skoda. Skoda hat auch E-Autos im Angebot, auch ein E-Auto, das auf dem ID.4 basiert, aber die sind bei Skoda einen anderen Weg gegangen mit Bedienkonzept. Die sind auf die Knöpfe gegangen. Also die haben immer noch Knöpfe bei Skoda. Also wirklich Tasten, die man drücken kann und keine Touchflächen oder Schleider. Ja. Man hat ja auch bei VW das Ziel gehabt, für jüngere Leute das Auto auszurichten, weil die sind ja mit Smartphone und Co. ja schon begeben. Also kennen sich damit aus, aber ich muss euch sagen, das hätte ich aber auch nicht gebraucht. Auto mit Knöpfen ist leichter zu bedienen als mit Touchflächen, weil manchmal funktioniert das Touchsystem dann mal gar nicht. Und ja, wir fahren hier unsere flotten Runden und ja, mir fällt was ein bisschen auf beim Fahren. Ihr werdet es gleich sehen, aber ich brauche einen Tee. Ja, Bodenwürdel Tee, also. Aber ich habe schon fast erwartet, bei über 2 Tonnen Kampfgewicht, dass hier, ja, nicht viel passiert. Aber wir haben hier die Spitzenleistung dran. Also, kleine Information wegen der Spitzenleistung, die ich hier angegeben habe. Ich habe hier nur die Spitzenleistung angegeben, dieses Fahrzeugs, was VW angibt. Was er in der Spitze leisten kann und was er nicht an Dauerleistung bringt. Weil an Dauerleistung bringt der Motor deutlich weniger. Da leistet der Motor in der Dauerleistung 70 kW und 95 PS. Das ist seine eigentliche Dauerleistung. Und ja. Und das war da sozusagen die Peak-Leistung, die ich gesagt habe. Also was ein Peak mal kurzzeitig halten kann, aber wenn der E-Motor alles warm wird, auf Temperatur kommt und immer heißer wird, dann schafft er, hält keiner ja diese Leistung nicht ganz konstant halten. Und da muss er halt runterdrosseln. Ist ja normal. So, aber jetzt gehen wir mal zurück wieder zur Runde. Ja, er fährt sich untersteuernd. Also Sportlichkeit ist da nichts. Wir haben ja hier die First Edition. Wir werden jetzt hier, die wird ja seit gewisser Zeit als Pro Performance verkauft. Ja, ein zweistufiges übersetztes Einganggetriebe haben wir drin. Ja, kann man sich streiten. Aber er fährt sich, ja. Ihr wisst, erstens, sehr untersteuernd. Ich hätte jetzt bei einem hinterradgetriebenen Fahrzeug so ein bisschen was Aktiveres gedacht, weil manche hinterradangetriebenen Fahrzeuge, die wir im Spiel hatten, haben ja ein bisschen, manche konnten gut quer gehen. Also manche konnten schon ein bisschen quer fahren, aber der wollte gar nicht so richtig quer. Ich habe ja fast vergessen, die 0 auf 100 Beschleunigung, der braucht hier 8,5 Sekunden von 0 auf 100. Ja, dementsprechend ist es schon für den schon schnell mit 2 Tonnen Gewicht, aber für den Alltag ist er halt ausreichend, 8,5 Sekunden, man muss ja keine Rennen gewinnen. Aber wir wollen halt was machen. Und was wir machen, wir haben ja fast Topspeed erreicht, brauchen wir auch keinen Topspeed-Test machen. Wir tunen den Wagen. Ja, wir können den tunen. Und da bin ich mal gespannt, was wir da machen können. Weil ich sehe da sehr viel Verbesserungspotenzial an dem Wagen. Dementsprechend geben wir Motor und Batterie und schauen mal, was können wir. Selben Motor. Ja, 67 kW mehr. Also PS. Da wären wir halt, ja, wo wären wir dann? 271 PS. Da wären wir halt. Ja, 299, 271, ja gut, da wären wir beim Pro von Motion oder beim GTX irgendwo. Wir können noch gehen, dann wären wir über den Modellen und ja, das wäre zu brutal. Wir gehen. Weil ich brauche mindestens 339 PS, um ein bisschen ja, Sportlichkeit zu haben. Reicht das dem? Und wir gucken mal, was wir machen können. Wir können
Ich weiß es nicht. Welche Batterie und Serienmodell? 600? Hä? 608, wie landen wir wieso dann in der D-Kategorie? Also, warten wir mal ab, wieso wir in der D-Kategorie landen. So, noch ein. Sollten wir mal eskalieren? Ja, bleiben wir erstmal beim Standardmotor. Wir bleiben dort, wir bleiben da, wir wollen nicht so arg eskalieren. Also, ja, so. Also, wir könnten hier auf Allrad ändern. So. Ach. Machen wir wir bauen ein ID.4 GTX. Aber wir könnten. Ja. Ja, das dachte ich mir wieder, dass wir nur das haben. Dementsprechend gehen wir bei den Reifen. Ja, wir haben wieder so, ja, Serienreifen, ja, Straßenreifen. Und ja. Also der Wagen ist ja kein Handlingsmonstrum. So, wir machen schon gute Reifen drauf. 275 vorne, 275 hinten. Ja, so eine Performance-Maschine wird er jetzt nicht werden. Aber mich würde jetzt gleich interessieren, in welcher Kategorie Forza denn gesteckt hat. Also Horizon. Also in Forza ist der Wagen. Eine Fahrzeugklasse. So, Diff. Ja, Rally Diff. Ja, You quit. Das. Ja. Bremsenmäßig können wir einiges sagen. Halt. Wir haben. Jo. Noch kontroverses Thema bei VW. Also da muss ich sogar VW in Schutz nehmen, wo viel für Aufschrei gesorgt hatte, dass er hinten Trommelbremsen hat. Und ich muss sagen, ja, darüber kann man sich wirklich streiten, sich erschrecken. Aber es gibt ja noch heute Fahrzeuge mit Trommelbremsen und das ist ja auch kein Nachteil. Aber dass er dafür dann noch mehr in Geld nehmen, nur wegen der Trommelbremse, ja. Da kann man sich schon eher streiten. So, die werden den wirklich hier so weit sportlich kriegen, wie es halt nun. Eine Sportkanone von 0 auf 100 wird er wahrscheinlich nicht werden. Das sehen wir jetzt gerade. So, wir haben die schon 339 PS. Wir haben den auf 1,7 Tonnen runtergekriegt. Und ja, ich bin mal gespannt. Das Fahrzeug wird jetzt. Für mich hier. Axel, was ist das? Boah. Ja. 5,5. Ich muss das Ding eigentlich noch steiler machen. Boah. Ja. Ihr seht, ich in Dilemma bin. Das Ding hat ja kaum Beschleunigung. Ja, muss ich jetzt hier fein abstimmen. Ja, kriegen wir den 105 Sekunden? Der Top Sheet von 280? Ja. Ach, gerade so. Kann man sich streiten, ob das unter 5 Sekunden ist. Könnt ihr euch wirklich, weil. Bodenfreiheit lassen wir mal und Antrieb. Ja, wir haben ja. Ach, wir haben jetzt Allrad. Stimmt. So, jetzt haben wir ein bisschen mal abgestimmt und schauen mal, wie er sich fährt. Zwei Rennen und das war's. Heute auf einer Rennstrecke und schauen wir mal, was die andere Strecke wird. Ja, Testtrack. Ja, wir wollen doch eher auf die Rennstrecke. Ja, auf die Strecke und schauen mal gleich, wo er sich eigentlich positioniert. Also, in welcher Klasse der eigentlich ist. Das ist ja eher interessant. Ja. Und Strecke Mexiko. Das ist so die richtig, so eine richtige Track-Day-Rennstrecke. Jetzt habe ich geguckt, was das für ein Fahrzeug ist. Ob es ein SUV oder so ist.
Wir würden es gleich sehen. Wir sind in der A800-Kategorie, was wir für Fahrzeuge haben. Dann können wir erkennen, was wir haben. Ob es ein SUV ist, also zu den SUVs gehört, oder wirklich hier, naja, authentisch. Würde ich den jetzt mal kategorisieren. Nicht deren Ernst. Also, wir haben hier reine Hot-Hatches nur und der gehört zu den Hot-Hatches. Ja, also, wie gesagt, ich hätte jetzt eher erwartet, dass er hier zu den SUVs gehört. Da hätte ich ihn jetzt viel eher gesehen, zu den Hot-Hatches. Hätte ich den ID3 gezählt. Den hätte ich hier zu den, ja, SUVs gezählt. Dass er hier zu den Hot Hatches gehört, das ist für mich. Also das wird gleich die Rundenzeit auf der Tabelle zeigen, weil unter den Hot Hatches kann ich auch schon sagen, ist er nicht schnell gewesen. Also, ich kann euch sagen, er war beim Fahren sehr untersteuernd gewesen. Für einen Hinterrad angetriebener Wagen und für einen Hot Hatch hat er kaum Sportlichkeit gebracht. Erst wenn wir so auf Tempo sind, ja. So. Aber trotzdem, ja gut, der schiefe Schwerpunkt bringt einiges, aber der Allradantrieb muss ich jetzt sagen, ja. Ja, wir geben Gas. Wir wissen, wir hören den Säulen des E-Motors zu, den wir getuned haben. Mit Batteriepack. Reichweite brauchen wir ja nicht in Forza. Wir haben genügend, unendlich viel Reichweite. Hätte aber doch einen Topspeed-Test machen können, weil er ist ja 160 km/h abgeregelt. Das hätte ich auch machen können. Fällt mir so gerade ein. Weil wir haben ja im Forza Horizon 5 ja keine Abregel. Also der regelt wirklich hier ab E-Motor Drehzahlbegrenzer. Wir haben nur einen Drehzahlbegrenzer. Keine Topspeed-Begrenzung. Dementsprechend könnten wir machen können. Das wäre dann interessant, wie es ja wirklich geht. Als Pro-Performance. Mich auch darauf hinweisen können. Teil der Zuschauer hier im Let's Play können ja erst reagieren, wenn die Folge erst draußen ist. Da könnt ihr ja doch Gedanken lesen. Gut, jetzt trifft ich mit meinen Gedanken ab und wir fahren durchs Ziel. Naja, ach da. Ja, ach da. Ach, die Position, ich finde die Position nicht schlecht, also dementsprechend, ja, ich habe mich da so erwartet, dementsprechend, ja. Aber wie gesagt, Clio, Ford Focus, er gehört nur zu den Hot Hatches. Nein, das sehe ich den fast gar nicht. Also, SUV ja, aber Hot Hatch?
Ach, hier haben wir eine. Oh, wir haben hier noch eine Meisterschaft. Emerald GP. Hart halt. Ich muss ja noch. Genau. Oh ja. Wir gehen noch mal ins Tuning rein. Und gehen den auf. Ist in der 700-Kategorie. Also B-Kategorie 700 runter tunen, weil. Weil, ja. Aber ich habe ja gesagt, wir könnten jetzt mal eskalieren, weil. Schauen wir mal. Wegen dem Umbau hier. Wir eskalieren mal ganz. Wir bauen diesen Antrieb ein. Geben den Hinterradantrieb. Das ist jetzt. Okay. Das soll mir einer erklären. Das Ding ist nur in der Kategorie D. Das soll mir mal einer jemand erklären. Wir brauchen doch auch andere Reifen eigentlich. Können wir irgendwie den auf eine Kategorie höher kriegen? Ehrlich gesagt. Weil das ist jetzt volle Eskalationsstufe, was wir hier machen. Das ist hier Eskalationsstufe pur. Okay, da gibt's halt wirklich hier. Schade. Also ich hätte jetzt gern Eskalationsstufe gemacht. Weil bewagen wir für diese Eskalationsstufe. Das ist doch ein Bug. Also, das kann mir keiner erzählen, dass wir den Antrieb verbauen können, aber das nicht. Ah, ja, gut. Wer hat Eskalation? Können ja komplett eskalieren. Schauen wir mal. Wir müssen den irgendwie auf der Leistungsklasse runterkriegen. Ja. Wir gehen mal auf die Standardreifen. Versuchen es mal mit demselben Motor. Wie gesagt, ich versuche dezent zu eskalieren. Nicht extrem. Ja, Gewicht. Ja, stimmt. Wir können ja Gewicht. Wir können ja nicht Gewicht. Am Gewicht wäre ja was drehen. 400 Kilo mehr und dann mehr Leistung. Ja, so wird's ein Schuh draus. Da wird daraus ein Schuh. Also. Das ist ein Handlings. Wo muss ich das dran machen? Ich will es eigentlich nicht. Eigentlich. Aha, ja. Okay, das wird jetzt 408 PS. Ich bin ja froh, dass das Ding viel Gewicht hat, also. 2,5 bar brauchen wir jetzt nicht, also wir brauchen hier nur ma maximal 2 bar. So, ja, 304 können wir packen. Der Klasse 300 fahren. Das ist ja brutal. Ah. Ich auch sagen, wir wollen ja nicht eskalieren. Also, wir fahren mit dem in die Klasse hinein, so würde ich es nicht empfehlen, den jetzt so zu umzubauen, aber mir fällt ja gerade auf, wir haben ja noch was. Da kann ich das doch nicht mehr offscreen machen, dann mache ich das halt in der Let's Play-Folge letzte Mal schon und dann sehen wir, was wir gewinnen. Dann habe ich zwei. Nein, das wollte ich nicht. Dadurch hat die Folge ein bisschen überlänger. Solo, ja, Dexter, 430T.
Mobile GP, bin ich mal gespannt. Ist ein Hot Hatch, also was kann man dagegen sagen, wenn man dem übertrieben. Also er wird wahrscheinlich von den Hot Hatches mit 400 PS der stärkste sein. Und wahrscheinlich auch der schnellste. Bei Top Speed jetzt 280 mit so einem normalen Hot Hatch. Der Golf. Ja, der Vierer ist auch schon in B-Kategorie. Ich fahre mit einem ID4 vor. Ja. Also ein Beschleunigungskönig ist der ID4 nicht, aber wahrscheinlich ein Speedkönig. Aber wir haben einen schönen tiefen Schwerpunkt, den müssen wir ausnutzen. Aber wow. Ich habe gesagt, nicht so umbauen. Aber ist ja kein Hopfen und Malz verloren bei dem Tuning, muss ich jetzt mal sagen. Alle hinter dem Kohle rein. Wir sind halt vom Gewicht halt schon begrenzt. Jetzt, der fährt sich ja gar nicht verkehrt. Das Setup geht. Ja, und das Setup geht. Fährt sich besser als gedacht. Ja, in Endkurven tut er sich schwer, aber jetzt fährt er sich mehr wie ein Hot Hatch. Also handlich. Ja, wir haben auch einen tiefen Schwerpunkt. E-Kategorie fühlt sich der Wagen richtig daheim. Wir haben ja sogar die besten Reifen drauf. Wir verfällen hier zu heim. Aber wie gesagt, mit einem Rennmotor in der D-Kategorie. Ja, nur auf Hinterreifen drauf. Hat dieser E-Motor dann. Das kann ja die Power. Bremsen sind so sehr am Limit, also die Bremsen. Ja. Du merkst so ein bisschen, die Bremse ist hier so ein bisschen eher bei dem Setup zu eher die Schwachstelle, aber er kriegt es noch in den Runden. Ja, die Reifen tun auch hier einiges, dass er halt schnell wieder vom Tempo runterkommt, weil die Reifen haben ordentlich Grip und wenn man bremst, muss die Bremse ja nicht so groß sein. Die Reifen werden hier den Sieg bringen. Also, oh, ja, wie gesagt, das Auto fährt sich jetzt hier wie. Ja. Ein Beschleunigungswunder ist er immer noch nicht mit 400 PS. Aber es geht jetzt hier voran, habe ich ja. Das ist jetzt heute auch das letzte Rennen in der Let's Play Folge erstmal. Und wir sehen dann uns wie immer am Wochenende wieder. Was muss man sagen? Der fährt sich doch. Ja, für ein E-Auto. Jetzt nicht schlecht. Aber für mich persönlich, E-Autos kommen bei mir nicht in die Tüte.
Und dementsprechend, ja, ist es hier zu Ende, die Folge. Wir sehen uns jetzt auf die Teststrecken-Tabelle und dann schauen wir mal, wo er sich positioniert in den Hot Hats. Ich habe ja gesagt, der schnellste Hot Hat ist der ID4 nicht. Das kann ich jetzt schon sagen. So, und auf der Teststreckentabelle angekommen. Ja, mit 1 Minute 12, 13. Ich runde gerne immer gerne auf der Hinterzahl. Muss ich sagen, ist der ID3 unter den Hot Hatches, wo er ja eigentlich da drin ist. Wie. Ich sag mal so, wir haben schon langsamere Hot Hatches gehabt. Aber von der PS-Leistung und Leistungsentfaltung muss der ID4, wovor er denn ja eigentlich sieht, ein Hot Hatch ist, irgendwo weiter oben sein. Und weiter oben wissen wir, da sind die Renault Clios, also der Renault Clio 200 EDC aus 2013. Das ist auch noch Hot Hatch. Und ja. Sport besonders schnell war ja auch nicht. Und wenn ich jetzt mal überlege, ja, mit welchem Hot Hatch kann man den dann vergleichen? Ich habe keinen Vergleich mit dem ID4 da. Sogar ein Opel Corsa EOPC ist schneller. Sogar ein Ford Escort oder Toyota Celica noch mal schneller und haben weniger Leistung. Ja, Toyota Celica, genau. Den Saug auch. Und ja, also der frontangetriebene Celica. Und ja, also wir haben da eigentlich aus dem Jahre 2021 keinen sportlichen Hot Hatch, sondern ein Hatchback oder Hot Hatch, Hatchback oder heißt es ja auch nicht. Ist ein Hatch. Hot Hatch, heißt es Heck oder irgendwie was. Egal, aber in der Kategorie hätte ich den weniger gesehen. Ich hätte den im Bereich SUVs schon eher untergebracht, den ID4, weil da sehen wir schon ein bisschen mehr Konkurrenz. Weil das ist ja so ein typisches Crossover-SUV und gucken wir mal, was wir in seinem Bereich haben. Ford Bronco hätte ich jetzt gesagt, aber es ist ein richtiges SUV. Wenn wir halt aber gucken, so die typischen SUVs haben wir auch hier eigentlich nicht. Die alle unten sind ja deutlich langsamer, aber wie gesagt, als Hot Hatch, ja. Ist der ID4 nicht so, er ist kein Sportler, also er kann gut schnell antreten, aber schnell wie ein Kompaktsportler, nee, das kann ein ID4 nicht, also sportlich kann er überhaupt nicht, er versucht es mit Ansätzen, aber nee, das habe ich auch beim Fahren gemerkt, er hat Hinterradantrieb. Aber dass er mal mit einem Heckmark kommt oder so, das Auto ist so safe abgestimmt. Es ist eigentlich normaler Alltagswagen von A nach B. Und auch ein Hot Hatch kann man ja auch sagen. Wir haben aber einen Wagen auch, der in der Hot Hatch Klasse ist. Da habe ich gesagt, ja gut, wieso auch wieder Hot Hatch? Das wird der MG3. Wo ist er denn? Der hat eine ganz langsame Runde gefahren. Oder ist er noch schneller? Der MG3 von 2015, ja, der ist ja noch langsamer und das ist so Alltagsfahrzeug. Also so, es ist schon Richtung Hot Hatch, er ist schon sportlicher als ein MG3, aber ja. Es gibt ein Sportmodell vom ID4, das wäre der GTX, aber den haben wir ja nicht und den hätte ich eher als Hot Hatch angesehen. Dann wären wir wieder, ist er jetzt in deinem Spiel als Super Hot Hatch? Aber egal. Ich sag tschüss, wir sehen uns heute im Livestream auf Twitch am Sonntag. Ich sag schon mal adios, amigos.